Herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier auf die Filmfabrik. Am 3. März 2016 startet der Disney-Animationsfilm Zoomania in den deutschen Kinos. Nicht von Pixar wohlgemerkt, sondern von Disney Animations. Zunächst würde ich gerne erst einmal den deutschen Verleihtitel fragen, was gegen den Originaltitel Zootopia spricht. Denn das Wort Utopia bzw. Utopie kennt man ja auch hierzulande. Aber egal, der Titel schmälert die Qualität des Films ja nicht. Aber worum geht's? Die kleine Judy Hopps ist eine Häsin, die auf dem Land aufwächst und ihren großen Traum erfüllt. Als erste Vertreterin ihrer Spezies wird sie Polizistin und das natürlich in der großen Metropole in Zootopia, beziehungsweise in der deutschen Synchronversion heißt sie Zoomania. Dort wird sie auf jeden Fall als Knöllchenschreiberin abgestempelt, dabei terrorisiert eine Entführungswelle die gesamte Stadt. Mithilfe des gewieften, coolen und cleveren Fuchses Nick Wilde macht sie sich auf, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen und allen zu zeigen, was in ihr steckt. Eine ganz klassische Underdog-Story also und das klassische Fisch-aus-dem-Wasser-Handlungselement. Wieder mal wird ein Max Mustermann, mit dem wir uns super identifizieren können, in eine verrückte, überfordernde Welt geworfen. Ich sage es gleich vorweg, ich halte Zoomania nicht für einen perfekten Film, falls es so etwas überhaupt gibt, sondern für einen Film, der in seiner Erzählung hier und da ein klein wenig stolpert, weil er sich hin und wieder auf Gags konzentriert, die man schon so hier oder da mal gesehen hat. Den Titelsong von Shakira fand ich sogar ganz, ganz unerträglich, aber das ist ja definitiv Geschmackssache und damit wäre aber auch tatsächlich alles abgehakt, was ich an diesem Film auszusetzen habe, denn ansonsten hat mich Zoomania absolut überrascht. Klar, den Teaser mit dem Faultier Flash hatte ich ebenfalls gesehen und mich kaputt gelacht und das mehrmals. Aber ich kann euch versichern, dass es in diesem Film, auch wenn nicht jeder Gag zündet, viele weitere Szenen gibt, die herrlich witzig sind. Und was ich so rein gar nicht erwartet hatte, war, dass der Film sich zu einem waschechten Buddy-Cop-Film entwickelt. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, was zur Hölle ist ein Buddy-Cop-Film? Ein Buddy-Cop-Film ist ein Film, in dem zumeist zwei Personen, meistens Polizisten, zusammen einen Fall lösen und ein oder mehrere Kriminelle stellen wollen. Rush Hour ist so einer, Beverly Hills Cop auch, Bad Boys ist sehr bekannt natürlich und natürlich auch der Klassiker Lethal Weapon und an diesen Lethal Weapon hat mich Zoomania verrückterweise oft erinnert. Ein Disney-Buddy-Cop-Film also mit Hasen, Füchsen und allem anderen Getier und wie gesagt, der Film hat es einige Male geschafft, mich zum Lachen zu bringen, aber hin und wieder war ich sogar überrascht, wie berührend er war. Wenn Judy in der neuen Metropole ankommt und zunächst feststellen muss, dass alles anders ist, als sie es sich erträumt hatte, das empfand ich als zutiefst menschlich und dieses Gefühl kenne ich halt auch so gut, dass ich mich auf einen Schlag extrem gut mit dieser putzigen Figur identifizieren konnte und das ist eine große Stärke dieses Films. Die Protagonistin hat etwas völlig Kindliches und Disney hat sich nicht umsonst entschieden, da einen Hasen zu nehmen, aber sie möchte aus sich herauswachsen und der gesamten Welt zeigen, dass sie es in sich hat. Ich glaube, sehr viele Menschen können sich mit diesem Gefühl einfach super identifizieren und schließlich wurde so gut wie jeder schon einmal in eine ähnliche Situation geworfen, ob jetzt in eine neue Klasse, eine neue Schule, neuer Job, neuer Freundeskreis oder was auch immer. Aber auch Nick Wilde ist eine ziemlich sympathische Figur und ist mit allen Wassern gewaschen. Er hat ein paar Tricks auf Lager, die innerhalb der Gesetze und der Logik der Tierstadt einfach sehr viel Sinn macht und genau an dem Punkt merkt man auch, dass das Drehbuch nicht von Idioten geschrieben wurde, sondern dass da sehr viel Kreativität und Arbeit drin steckt. Eine weitere Besonderheit des Films ist für mich, dass der Film viele gelungene kleine Anspielungen einbaut, zum Teil auch große Anspielungen, auf der Pate zum Beispiel oder diverse Vertreter des Film Noir und selbst Breaking Bad Fans kommen hier auf ihre Kosten. Ich persönlich fand diese vielen Anspielungen auch gar nicht nervig oder aufdringlich, sondern ziemlich amüsant und amüsant ist auch ein gutes Stichwort, denn dieser Film ist die meiste Zeit über sehr amüsant, hin und wieder für den ein oder anderen vielleicht etwas zu süß, aber etwas beeindruckt hat mich definitiv der Mut Disneys, denn es offenbart sich, dass diese gesamte charmante, süße, spannende Buddy-Cop-Handlung in eine politische Botschaft mündet, die ich euch nicht vorwegnehmen möchte, aber es ist eine, die eine immense aktuelle Relevanz hat und umso erstaunlicher ist es, dass Disney da zu einer klaren Antwort kommt. Die wird zwar nicht mit jedem resonieren und vielleicht werden einige dem Film sogar vorwerfen, propagandistisch zu sein, denen möchte ich mich aber nicht anschließen. Für mich verwandelt sich der Film da sogar genau an diesem Punkt von unterhaltsam und nett anzusehen hin zu extrem gut. Ich gebe auch zu, dass für die ein oder anderen dieses politische Element gezwungen wirken wird, aber auch dem schließe ich mich einfach nicht an. Denn die Botschaft ist klar, Xenophobie, also Fremdenhass, führt ins Nichts. Die Menschheit sollte wieder Nächstenliebe praktizieren. Im Prinzip eine Botschaft, zu der es eigentlich kaum zwei Meinungen geben sollte, aber wahrscheinlich geben wird. Die Regisseure Byron Howard und Rich Moore haben hier, das glaube ich zumindest, einen Film geschaffen, der jetzt nicht unbedingt als das große Meisterwerk des Animationsfilms Geschichte schreiben wird, aber dennoch vielen Menschen, glaube ich, große Freude bereiten wird. Rich Moore hat mich dabei schon mit seinem letzten Film Ralph reicht's echt
total überzeugen können. Auch die visuelle Ästhetik von Zoomania ist mir durchaus positiv im Gedächtnis geblieben. Klar, wir hatten keine fotorealistischen Hintergründe wie noch in Arlo und Spot. Dafür passierte im Bild in dieser unglaublichen Metropole Zootopia einfach sehr viel und ständig konnte man im Hintergrund etwas entdecken, ob ein weiteres cleveres Geschäft, das so nur in Zootopia existieren würde, einen weiteren Gag oder ähnliches. Dabei ist das Bild über weite Strecken ziemlich bunt und gesättigt, teilweise zu sehr, und das ist eben eine Sache, die mir auch in Erinnerung geblieben ist, dass dieser Film einfach sehr, sehr bunt und teilweise auch zu süß ist. Ich bleibe aber dennoch bei meiner Meinung, dass Zoomania einer der besseren Animationsfilme von Disney ist. Nur erreicht er nicht ganz die Epik der großen Filme von Disneys Tochterfirma Pixar. Er ist nicht so genial wie Wall-E, nicht so durchdacht wie Alles steht Kopf und nicht so gefühlvoll wie Ratatouille. Dennoch ist Zoomania einfach sehr amüsant, mit viel Liebe zum Detail animiert und in seiner Botschaft, gerade betrachtet vor der aktuellen Flüchtlingsthematik, ein Stück weit sogar mutig. Wohlgemerkt ist die Flüchtlingsthematik bei den Amerikanern wahrscheinlich nicht so heftig aufgeladen wie hierzulande, wobei ich da auch über etwas spreche, womit ich mich nicht so gut auskenne. Für den Film gibt es von mir 9 von 10 Punkten. Er hat mich sehr gut unterhalten und teilweise sogar berührt. In meinem persönlichen Empfinden, was Punkte angeht, liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo zwischen 8 und 9, aber ich gebe gerne die 9. Und für die breite Masse gibt es von mir eine Sehempfehlung. Also Eltern oder große Geschwister brauchen nicht mit ihren Augen zu rollen, wenn sie von den Jüngeren ins Kino gezerrt werden. Ich freue mich auch darauf, ihn ein zweites Mal zu sehen, denn bereits beim ersten Mal sind mir einige versteckte Gags im Hintergrund aufgefallen, die ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen möchte. Aber ich meine so Dinge wie Sugel. Wer ihn gesehen hat, weiß, was ich meine. Im Großen und Ganzen ist Zoomania ein rundum guter Film, bin aber gespannt, ob das letzte Viertel noch zu Diskussionen in Deutschland führen wird. Ich hoffe nicht. Zoomania war also ein mehr als nur ordentlicher Film, aber ob Batman wie Superman auch so gut wird, weiß ich noch nicht, da er noch nicht raus ist und ich ihn noch nicht gesehen habe. Dennoch haben wir ein Faktenvideo zu Batman gemacht. Das könnt ihr euch ansehen, wenn ihr einmal hier oben rechts klickt. Das ist meiner Meinung nach sehr interessant geworden. Und vergesst auch nicht, uns auf unseren Social Media Accounts zu abonnieren. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Malte.